Jedes Mal, wenn du in dem Spiel aufkommst, scheppert's einmal. Wo ist denn die nächste Garage? Gut, dass du bremst, das Deppert, aber sonst hätte ich da jetzt schon nicht angedruckt. Ich will jetzt nur was überprüfen, weil ich was geholt habe und deswegen müssen wir jetzt schnell in die Garage. Hör auf zum Handbremsen drucken, Alter. Eine in die Olga. Schnauze. Ich habe eine Mission. I have a dream. Fahr weiter mit deiner Audi-Kraxen. Wo fährst denn du hin? Da oben geht's. Ja, der war fast geil geworden. Bis auf die Tatsache, dass ich mal reingefahren bin. Fast hätte er ja gelingen können. So ein riesen Kreisverkehr, Alter. Oh! Also das Auto ist sowieso jetzt wieder fetzen, hieß ich hier gerade. Das gehört sowieso hergekriegt. Eh schon wieder fast kein Geld. Ich hab irgendwie was geholt, Leute. Jawohl. Was denn muss ich kaufen, Anna? Jetzt zahle ich 4 Euro für das Schiff und dann muss ich ingame Anna um mal 5000 hinlegen? Was seid ihr für Arschlöcher? Wir haben eine Mission. Ich will das Auto haben. Ich will das Auto haben. Wir müssen jetzt 5000er spielen. Ich will den Wagen haben. Und das Problem ist, dass die Reparatur auch schon wieder kostet. Ja, passt schon. Da noch ein bisschen Sprit. Fertig. Mehr Geld gebe ich jetzt nicht aus. Na, dann auf geht's. Das Auto ist ja mal geil. Ja, und den will ich haben. Da habe ich extra das DLC geholt, obwohl ich das Spiel veracht, aber ich wollte so einen uralten Schlitten fahren und Leute damit ärgern. Das heißt, jetzt müssen wir mal ordentlich Gas geben und schauen, dass wir kommen. Y! Jetzt ist Fixsacker hinten, aber mal, wenn die hinten nicht anspringt. Noch ein Depper da, Alter. Ja, Philipp hat sich einen BMW geholt wieder zum Verkauf. Der weiß auch nicht, wie er den ausstatten soll. Ich muss da jetzt schauen, dass ich nicht zu viel Unfälle habe. Was tu ich? Da ist ja eh schon ein Kunde. Wieso will man. Da ist er ja eh, dann nehmen wir gleich da hin. Was tun wir da lang umeinander, Alter? Was? Kann ich den alten wieder anwählen? Ich will den, den will ich haben. Ich will den haben! Auftrag wieder an! Ey, weg mit dem Auftrag! Wie kann ich denn wieder. Irgendwie ist das ja gegangen. Bin jetzt Depp, Alter. Ich spiel's 3 Tage nicht das Spiel. Wo ist der? Er sitzt da neben meinem Laptop und schaut zu. Schau mal kurz rein. Die Leute glauben ja alle, ich rede mit Geister. Was? Alle fragen, wo du bist. Spielt der Philipp auch mal eine Runde? Nein, weil dann kannst du das mit den 5000 vergessen. Da. Alter, du sollst nur Hallo sagen. Du willst einen Anzug holen? Hallo, sicher will ich mir einen Anzug holen. Da ist er. Ihr habt ihn als Mr. Bean betitelt. Danke für nix. Wie komme ich jetzt da von dem. Da, Auftrag abbrechen. Danke, der soll sich einen Unentadel suchen. Also, den kann ich nicht machen, weil der einen großen Kofferraum braucht. Der f*** doch an deine Exkremente, Mutti, oder? Dann holen wir uns den. Passt. Jetzt müssen wir da schnell hin, ohne dass wir einen Unfall bauen. Schön, wie es blinkst. Ich weiß, wenn du fährst, auch wenn es grün ist, deppert er. Wir müssen uns jetzt dringend das Geld erspülen. Einsteigen! Hopp, hopp! Jetzt müssen wir out sein. Hi there! Wo will denn der hin? 2,8 Kilometer. So, dann schauen wir halt einmal, weil jetzt dürfen wir uns nicht zu viel erlauben. Alter, dass euch der Käfer so nerven, ist echt nicht mehr feierlich. Jedes Mal, wenn ein Käfer jammern, Alter, da! So, und jetzt ist eine Ruhe, bevor ich mich vergiss. Für den Scheißdreck extra den Scheinwischer. Und der lässt sich nur ausschalten, wenn er unten ist. Das ist aber so das nächste Geile. Ovi und aus, 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 aus! Na! Dich! Ich will ja nur einen Scheinwischer ausstellen! Jetzt! Und jetzt! Passt!
Gottes Willen, Alter. So ein draus machen. Ich weiß gar nicht, was da für Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Weiß irgendwer von euch, wie schnell dass ich da fahren darf? Ich hab keine gesehen. Geschwindigkeitshügel, bam bam. Wir müssen rechts, mach deppert, ja, dann reit ich ein, bevor ich mich vergehe. Vor 4,5 Meter! Bist du kein Sobelzug? Hund, Alter, drei Auto lang in Abstand bei einer roten Ampel. Bist du angerannt, oder was? Da hat noch immer ganz Autoplatz! Na! Ich schau in den Chat, der Depperte bremst wieder bei Rot. Alter, ja, fahr einfach! Was ist denn Depperte? Hast du ein Rett im Fuß oder was mit deinen Aussetzer? Grüß dich, Notti. Happy Destroyer, servus. Bitte fahr weiter, Depperter, ich nehm das selber in den Führerschein an. Sauschädel und Brunster. Mach, da kannst du nicht da. Die Kiverei ist auch wieder für nix. Steht schon wieder nur Deppert da. Tut mir leid, Alter. Gar nichts dafür, wenn die Kiverer so scheiße programmiert sind. Grün passt, da fahren wir weiter. Da oben, ja, genau, schneien ein bisschen. Dass wir alle was davon haben. Was heißt, Geduld wird schon wieder weniger? Ich druck dir kleinen Schaß ins Gesicht. Dann schauen wir mal, wie viel Geduld das du noch hast, du Volltaudel, Alter. Glaub ich spinne, ich fahre ganz normal, wie es gehört. Da ist ein 70er, den fahre ich auch. Aber ich glaube, wir werden einen Spurwechsel machen müssen. Weil das scheint da links noch irgendwo zu sein. Oder habe ich da was anderes markiert? Wenn du jetzt schon wieder zum Bremsen anfängst mit deinen nervösen Bremsachsen, drücke ich da gleich sowieso meinen Sack. Der steht halbert mitten auf der Straße, auf der mittleren Spur, Alter. Ist da noch 70er oder ist da jetzt wieder 50er? Und wieso wird da die Straßen enger? Ah! Wautl, Alter! Jetzt hat es kurz einmal gejuckt am Pimperl. Grün. Ja, genau, so müsst ihr alle fahren, wie die Folter. Was ist mit deiner Geduld, wenn sie eh halber grün ist? Deppert, da fahren wir drauf und ich brenne die aus. Ah ja, jetzt halten sie viel mehr Sicherheitsabstand, gell? Wahrscheinlich ist die Programmiergar wirklich aufgefallen, dass du selber gehst. Da ist kein 70er, sonst war es ein Geduld nicht stiften gegangen. Aber da ist ein 70er. Könnte man aber auch irgendwo da beim Navi anzeigen. Heutige Autos kennen das alle schon. Die haben eine Tafelerkennung, nenne ich es jetzt einmal. Da siehst du sofort, was für Geschwindigkeit auf der Straße ist. Mitten am Tacho. Aber in dem Spiel haben sie es nicht integriert. Ich will aber das 2000 Jahre alte Auto haben. Gefühlt. Dass der seine Geduld schon verloren hat, das wird nur noch 4 Sterne. Das gibt wieder kein Trinkgeld. Danke, dass du mich daran erinnerst. Weil 2 Kilometer können so lang sein, dass schon fast das Jucken anfängt beim. Fahr weiter da hinten, Kumpel! Fahr weiter! Wenn man da draufkriegt, drücke ich da eine! Alter! Was ist denn da? Was bremst denn immer auf freier Straße? Werden dir ins Hirn. Sevi, danke für deinen Follower. Liebe geht raus. Ja, komm um. Magst du ein bisschen zusammengeführt werden? Kein Problem. Ich habe jetzt den Bulli stoßstangen. Du stehst schon weit über der Ampel drüber, Alter. Es gibt eine Anzeige. Wo ist denn die Stopplinie, du Vollwappler? Der fährt auch drüber, Alter. Lass die Reifen nicht aufrauchen. Wir sind in der Stadt. Hey! Depperter, du bist doch nicht am GTI-Treffer! Hör auf, die Reifen zum Aufrauchen! Fahr weiter, es ist kein am Zebrastreifen! Alter, erster Kunde und wirklich, mir zerreißt fast die Pumpen. Für was der blaue Bord steht, Alter, für Freiheit! Oder einfach nur Farb? Blöde Frage. Warum muss ein blauer Bord für was steht, Depperter, mit dir los, Alter? Für was steht der Existenz? Richtig, Fehler. So dumme Fragen immer im Chat. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Ich habe einen blauen Bord, meine Güte. Muss ich mich schon rechtfertigen dafür?
Interessant zu wissen, wie hoch der Puls von Marco ist. Ganz niedrig. Praktisch schon tot, gar nicht mehr erkennbar. Wenn da ein Hausarzt meinen Blutdruck messen würde, hätte er mich für tot erklären wahrscheinlich. So ruhig bin ich in dem Game. Jetzt habe ich die überholt noch innen, der hätte mich auch zipfen, wenn ich da war, du Blattler. Wie geht's dir? Beschädigt Spitaxi-Simulator, wie soll ich denn da geil? So, endlich. Wenigstens ist die Geduld nicht noch weiter runtergegangen. Ich blink. Goodbye. Schleichte. Nein, ist es nicht, oder? Oh, 537, ja, da ist einer mit 400. Wenn ich das immer einnehme, können wir uns den... Oh, der ist gleich da zugestiegen, noch geiler. Hey there! Servus. Was ist denn, Depperter? Warum Geduld weniger? Darf ich auspacken, Aschenärmer für euch? Soll ich euch umzaubern? Schau ich aus wie ein Uri Geller, oder was? Ein Schatzstein? Verrecke! Schon wieder die Geduld gesunken, nur weil ich auspackt hab! Du Bier, du Warum? Was gehst man drauf, Depperter? Mein Taxi, Alter! Und die Geduld ist einfach, ja, hup mich auch! Hast du ja recht! Alter, der steht in der Ampel drin! Wer von euch da oben hat gesagt, dass die das geupdatet haben? Der steht in der Ampel, der Geschüttelte! Die Geduld ist jetzt schon wieder mal einen Stern gesunken! Alter, ja, Völkerwanderung, wo war denn der Moses? Ich hab ihn gar nicht gesehen! Haben sie super gepatcht. Ja genau, voll gut. Der eine klatscht mal wieder hin drauf, der andere fährt gegen die Ampel und probiert es zum Umdrucken. Super gepatcht. Ich stehe bei Rot und es scheppert schon wieder. Hör auf zum Lachen, Alter, sonst spielst du das Spiel gleich. Dann schauen wir mal, wie witzig das ist, wenn du dich selber ärgern musst. Ich repariere jetzt gar nichts beim Auto, ich tue gar nichts. Ich will nur das Geld für das neue Auto zusammenbringen. Auf was wart man, Depperter? Es ist grün! Wo stehen wir da jetzt alle? Bin ich da bei einer Außenstation? Wo gibt's eine Wurstzeimel? Jawohl! Schaffst du es einmal? Der Nächste braucht auch 10 Minuten bis zündet! Kommst du nicht übers Geschwindigkeitshügel drüber? Mit deiner umgeschmissenen Dixie-Klo? Ich glaube, der hat zu wenig PS, der kommt da nicht drüber da vorne. Oh, ja, ne, passt, wir haben ja Zeit, ne? Sehr klar, warten wir noch 5 Grünphasen, bis 2 Autos drüber kommen, ganz wichtig! Dachte wegen dem, was ich geschrieben habe. Servus, Blade2K. Bin heute wieder die Ruhe in Person. Bitte, Peppi, du hupst dir 5 Minuten an und brauchst selber 3/4 Stunde. Jawohl, geht's in Anzug. Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, du willst noch Reifen wechseln. Vor einem Opiang, Alter, das ist das Spiel. Bitte, Leute, Real Talk, bitte kauft euch das Spiel nicht. Es ist viel zu teuer und einfach nur programmiert. Die NPCs sind fürs Jahr 2024 eine Frechheit, wenn das Spiel 30 Euro kostet. Ehrlich jetzt da. Der fährt einfach über Rot. Ist ihm wurscht. Wenn ich's tue, schaut's, wo die Geduld ist, weil der Depp nicht weitergefahren ist vorher. Hab ich nur noch halber der Geduld? Meine Bewertung geht in weil die ganzen NPCs nichts kennen. Der lässt wieder die Reifen aufrauchen. Nur Bierdurst, nur zum Zuschauen. Glaube mir, wenn du dieses Spiel auf ernste Basis selber spielen möchtest, dann wirst du schwer enttäuscht sein. Das ist für euch gut zum Zuschauen, weil ich das Spiel, und ich bin ein super Rager anscheinend, weil das Spiel bringt mir auf die Palme, aber sicher, glaube mir, holt euch das Spiel nicht, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, sowas zum Spielen.
Flatte, servus. Da, die Polizei, gleich wieder der beste Beweis, warum man sich das Spiel nicht holen soll. Wo blinkt der hin? Achso, da vorne geht's links rein. Ich muss schauen, wie lange das der braucht. Da, grün. Polizei natürlich wieder halber am Schlafen, ne, weil hat den ganzen Tag nichts zum Tor, der Depperte. Mei, ich würde nur noch loswerden, der hat ja schon so eine Bewertung. Wenn du jetzt drüber klar. Schau, er läuft während ich drüber. Es ist rein nur aufs programmiertes Spiel. Auch jeder Fußgänger ist gefährdet. Jeder. Ohne Ausnahme. Und die Kiewerer sind für nichts. Nur zum Blaulicht einschalten, wenn ich schnell. Was ist denn Depper da? Wenn ich wechsel, brauchst du nicht auch wechseln. Wie geht's eigentlich an Philipp heute? Das schaut wild aus. Also mich heißt vollkommen. Alter, wenn ich aussteigen kann, Depperter. Ich würde das so eine schmieren, das glaubst du, der hat wer drei Stunden lang das heiße Bügeleisen auf die Fressen gekriegt. Du Depperts, Alter. Du Sch. Alter. Deine Eltern haben wirklich als Geburtsurkunde eine Versch. Duracell-Entschuldigung kriegt, Alter. Du Sauschädel, du Mann. Ja, es war genau grün und deswegen muss er mal mit 100 drauf chappern. Ja, es war zuerst rot. Ich hab nur kurz in den Chat reingeschaut. Durex, nicht Durex. Ist mein Fehler. Durex, nicht Duracell. Alter, ich war gerade im Rage-Modus. Ja, Duracell-Entschuldigung, noch besser. Hätte die Mutter gescheit auch was mit Batteriebetriebenes genommen, war er auch nicht zeig geworden, der Depperte. Also eigentlich stimmt beides. Auch Duracell, ja sicher. Hätte so ein Fipsi mit Batterie genommen, war der Todel nicht auf die Welt gekommen. Ich würde sagen, beides korrekt formuliert. Alter, wie weit bist du zum vierten Depperte? Muss ich mit dir ins Osmanische Reich? Ah, da vorne ist es schon, Gott sei Dank. Ich glaube, ich muss noch ein Flugzeug chartern, damit ich dir an den Ziel bringe. Goodbye. Schleichte. Schau, jetzt bewegt sich das Auto wieder von selber. 274, ja wurscht, Hauptsache ich habe einen Auftrag. Wo ist der zum Holen? Da vorne gleich. Na, da hinten gleich. Jawohl, Chefe. Du leicht grün, vielleicht fahren die nach der Farbe. Ist mir doch wurscht. Deswegen muss ich mal so unbremst da drauf klatschen oder was. Sehr, sehr, sehr realistisch, ja? There's something big on the window. Alter, los den Käfer, Käfer sei und nerv mich nicht! Der biegt irgendwo in der letzten Ecke, Alter. Wenn er dich stört, noschen aber. Und nerv mich nicht die ganze Zeit! Mach auf das Fenster, nimm dein Zeigefinger, kletzel mit deinen 40 Zanti Reißnägel runter und friesen! Alter, gibt's einen Grund für Steilbleiben? Ich denke nicht! Was ist? Depperter, hast du einen Schlaganfall? Passt irgendwas in dein Kopf nicht? Du bist jetzt fünfmal auf einer geraden Straße! Depperter, was ist mit dir? Was hast du für einen Schaltfehler im Kastel? Ich würde zum Elektriker fahren, das gehört ja auch geschaut! Alle 10 Sekunden einen kurzen im Kopf weiter! Stream Sniper NPC oder was? Ja, natürlich. Gibt's jetzt auch seit neuesten. So provokant mitten auf der geraden Straße noch ausbremsen.
Geh aber Enkel schneller, wenn's grün ist, bist in der, unter der Erden! Grün, er bleibt beim Zebrastreifen. Alter, wenn du mir jetzt draufzogen warst, Pepe, ich hätte dich geholt. Alter, bitte! Wo bin ich, Alter? Ach, ich fahr voll in zusammen. Mein Fehler, weil der Todler auch blinkt hat. So, wurscht, da war es eine Abkürzung. Aber der hat viel Geduld, der ist noch nicht viel zurückgegangen. Fahr ich eigentlich gerade auf der Gegenspur, ich weiß es nicht. Alles reichselt schon wieder. Zum Zuschauen glaube ich, dass ihr das feiert, wenn mir fast die Bomben aus dem Hals rausspringen von lauter Aufregung. Jetzt stehen wir wieder. Ist ja klar. Gibt's schon Grund dafür? Nein, gell? Nein, der 90-Jährige hat schon wieder seine Tabletten nicht gefressen. Braucht der Fuß schon wieder 3 Minuten länger wie das Hirn? Und jetzt gibt er Gas, der Tanti! Schau das Bett, da kriegst du nicht dran, ey! Und über Rot oder. Ja, Rot-Grün waren. Mach mal da vor zwei da. Schnell darf ich da fahren, ich weiß es nicht mehr, wurscht. Da ja, läuft's alle drüber. Einen hätte ich schon zusammengeführt. Nein, wie alt 4 kannst du das nicht vergleichen, aber die NPCs nur Sch*** bauen. Fahr weiter, Großvater, bitte Gorsche. Sei so kniewach. Goodbye. Hab ich gewohnt, ich hab schon geglaubt, der Shepard mir sind drauf. Naja. Mei, ich brauche ein bisschen Aufträge, wo ein bisschen mehr Geld ausschaut, Alter, was soll ich? Der gibt auch kein Trinkgeld, Alter, der geht verraten deine Sch*** Exkremente, Alter. Du Arschloch. 4000, wir brauchen noch 900, müssen wir uns noch irgendwie zusammen... 900 müssen wir noch irgendwie zusammenkriegen. Wie, was wird jetzt schauen? Ich würde am liebsten gerade in der Garage fahren, weil es wird finster. Ich muss wieder das gut schauen, bin steppert. Wie viel Sprit das ich noch hab, genau. Ob sich das ausgeht für die 900, ich hoffe. Ich will kein Geld mehr ausgeben für das Taxi. Ich möchte einfach ins Neige nehmen. Was bringen sie überhaupt? Oh! Deswegen. Ah, halt die Gauschen, eh nichts passiert, dann die Armen. Ihr dürft auch alle fahren wie die größten Arschlöcher, da darf ich wohl ich auch mal. Packt der einer. I'll remove this awful bug from the window. Er geht dir nichts an. Das ist mein bester Freund, der da drauf biegt. Hast du ein Problem mit ihm? Hast du ein Problem mit mir? Lass ihn picken, wenn er picken will, der hinnige Käfer. Zeh fix noch einmal. Ich sag ja auch nicht, Alter, schmeißt dein Haverer beim Fenster aus, er stört mich. Immer die Motschkerei wegen einem Käfer auf der Scheibe, Alter. Als hätten die Leute nichts anderes zum Jammern. Geht die Geduld nicht mehr ein bisschen runter, weil sie einen Käfer auf meiner Scheibe gesehen hat, Alter. Ich werde gleich ganz andere Gründe liefern, wieso die Geduld da wie geht, das sag ich dir auch. Kann ich da schon? Nein, das nächste, gell? Oder wo ich da? Nein, nächste. Na da, da! Was ist denn das für Sch*** Navi, Alter? Locker ausgegangen, da gibt's nix. Geh weiter! Sonst gibt's einige! Servus, Sabo! Ich kann nichts dafür, ich halt mich an die Regeln! Die NPCs treiben dich in dem Spiel dazu, dass du aber Sch*** baust.
Ich selber fahre so, wie es ist gehört. Ich halte mir die Geschwindigkeiten, ich setze einen Blinker, ich bleibe bei Rot stehen. Das liegt nicht an mir. Du geile Butterblume, du Schöne! Ich habe Angst, dass einer hinter mir ist, weil der scheppert mir gleich wieder drauf. Ja, Alter, ihr zwei, nein. Der fährt einfach wieder über Rot, weil er geht ja um nichts, Alter. 70er, den holen wir uns. Ich will den alten Ding, den will ich unbedingt haben. Den will ich unbedingt. Alter, mit dem wird's das Taxifahren gleich ganz anderes nicht. Alter, es war rot! Es ist rot! Hast du keine Augen im Kopf, Depper da? Solltest deine Hosenknöpfe mal ausreißen! Das kannst du selber nachschauen, Printer. Was fragst du denn mich? Da ist Money, Alter. So viel zum Thema, das ist gepatcht worden. Genau. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass man wer bei Rot draufzieht. Und wir spielen sie jetzt wieder eine halbe Stunde. Schaut euch mein Auto an, wegen dem Alter. Und das darf ich auch wieder selber brettern. Hey, da ist was dabei, das könnte Geld bringen. Da ist so eine Dingmission gleich. Ich glaube, den werden wir nehmen. Goodbye. Wird. Nächstgelegener Auftrag 418 ist schon ein gutes Geld. Wie viel brauchen wir noch? Aber zuerst, glaube ich, würde ich sagen, nehmen wir den da jetzt an. Schauen wir mal, ist das jetzt eine. Ist das eine auf Zeit oder ist das eine, wo du schnell fahren musst? Wo ist denn jetzt da? Ah, das ist, glaube ich, die Idee, was. Oder nein, die kenne ich noch gar nicht. Was ist das? Leicht. 106. Ja, schauen wir mal, was ich will. Ah, die kann ich nicht machen. Warum? Oder wo geht das? Jawohl, stehe ich schon da. Alter, die. F*** dich, okay? Halt die Gauschen und ver. I'm in a hurry. Nicht unter 40. Okay. Just don't kill us. Da darf ich jetzt fahren, wie ich will. Hauptsächlich, ich werde nicht langsamer wie 40. Ja, genau. Ja, Hauptsache, ich werde nicht langsamer wie 40 und dann hast du wieder Deppen. Fahrt's weiter! Das ist nicht so gegangen, wie ich es mir erhofft habe. Sie häng. Ich fahr noch. Fahr weiter, da fahr jetzt! Deppert da bitte! Die haut mir an! Du sollst endlich weiterfahren! Wir haben alles probiert und es ist alles gescheitert. Einfach alles gescheitert gerade. Ich wollte gerade einfach in Ruhe zusammenschirmen, aber. Boah, geschafft. Dafür ist das Auto jetzt wieder Fetzen hin. Haben wir wieder super gemacht. Was gibt's Trinkgeld? 300, ja, es hat sich aber rentiert. 400. Ich muss jetzt nur noch eine gescheite Fahrt. Ja, dann nehmen wir gleich diesen Auftrag übernehmen, fertig. Oder? Wie viel fehlt uns noch? 4, 7, ja! Bald haben wir's. Enrico, Enrico, danke für deine Follower. So, mein Auto, sag ich einmal, schön ist es nicht, aber zumindest ein besserer Zustand, wie wenn ich ihn beim Philipp gekauft hätte. Was ist mit dir? Ich hör das verzögert, gell? Hä? Ich hör das verzögert. Der Blick von ihm war jetzt geil. There's something big on the window. Ja, ich weiß. Du hast da einen fetten Käfer auf dein Hals, Depper, der druckt den einmal weg. Schauen wir mal, wie gut das da dann geht. Alter, bitte, die versch***t
Programmierer, sollen es ermöglichen, dass du aussteigen darfst und ein Dudel, der was da parat hin draufklatscht, ganz normal mit einem Schlägel einen Seitenscheitel ziehen kannst? Wieso kann man das nicht programmieren? Sogar der Gym-Simulator hat Watschen programmiert. Jedes Mal, die haben das gepatcht, ein Schreikonte da. Die haben wahrscheinlich Kreuz bei Jupp gemacht, aber die haben da nichts gepatcht. Wehe, wehe, wehe. Can you open the windows? Nein, kann ich nicht, Depperte. Und ich lasse gleich einen Schaß dazu, wenn du willst, dass du ein bisschen mehr was zum Riechen hast. Bin ein Taxi und nicht dein Dudel. Mach's Fenster selber auf oder schlag die Scheibe. Aresha, was du nicht sagst, du Intelligenzbotzen. Was du nicht sagst. Ich muss das Fenster aufmachen. Thanks. Ja, gibt's dafür jetzt Trinkgeld auch? Ich hab meinen Finger bewegen müssen. Ja, so, zumindest davor. Der fährt wieder parat! Die haben nicht einmal eine Roterkennung bei den NPCs programmieren können oder was? Ah, der hast du gesehen? Komisch. Moin, Albrecht, alles klar? Orangenhaut-Style-Taxi, also wenn so in deiner Augen Orangenhaut ausschaut, würde ich mir dringend eine neue Alte suchen. Also, wenn dein Alte so ausschaut, wie das Heck von dem Auto bei ihren Oberschenkel und sie sagt, das ist die Zellulite alias Orangenhaut, dann würde ich schauen, dass ich einen Meter gewinne. Weil dann ist sie entweder 300 Jahre alt und hat noch mit Pharaonen umeinander geschmust, oder sie ist ganz, ganz wild krank. Wenn das eine Orangenhaut sein soll. Das ist chinesischer Faltenhund-Style, aber nicht Orangenhaut. So schaut ein Philipp sein Gesicht aus, wenn er sich anschminkt. Ja, zeigt mir schon den Stinkefinger, ihr seid voll unfreundlich zu mir. Geh weiter, Mutti! Soll der Omi helfen? Was heißt der arme Philipp? Dann geht's besser wie Gott in Frankreich. Orangenhaut, jetzt neu mit ganzen Früchten. Super. So, jetzt gibst du noch softiges Trinkgeld, oder? Und dann gehen wir Auto holen. Ich glaube, eine Mission müssen wir noch machen. Wie viel Geld haben wir jetzt? 19, das reicht noch nicht. Diesen Auftrag annehmen, das ist der letzte, dann können wir uns das Auto holen. Was hupst denn, Alter? Ich bin vor dir da gestanden! Schlauch. Wie viel kostet das Auto? Hä? Wie viel kostet das Auto? Ob ich das Auto hole? Wie viel kostet das? Wie teuer? 5.000. Kannst du das lesen? Schau, los. Ja, auch wieder wahr. Wo ist denn? Ja, dann habe ich $3. Wo ist denn die nächste Garage? Da hinten. Passt, dann holen wir es. Drauf. Ja, weil ich sicher mit der Kirche ums Kreuz fahren werde. Du kannst mir das lutschen, Depperter. Das glaubt es denn ja alle, dass ich Zeit habe oder was? Hoppala. Da kann ich nichts dafür, die Laterne hat gerade da wer hingestellt, die war da noch nicht. Jetzt holen wir uns den neumodernen Diplomaten. Bam! Gehst du rein oder muss ich da... Schließ den Auftrag ab, ich werde gleich einen Auftrag abschließen, Alter. Da, V, Auftrag abgeschlossen. Gehen wir nicht am Zuz. Jetzt holen wir unser Auto. Der ist ja schon wieder fetzen hin. Da ist er. Ich brauche da kein Tutorial. Ich will den jetzt nehmen, da. Ha!
Können wir deine, ich kann jetzt nichts individualisieren, ich habe noch heiße 3 Euro. Aber was hätte ich machen können? Alter, schaut euch das Auto an. Aber Hauptsache ein neues modernes Navi ist verbaut, ganz wichtig. Alter, wie klein ist denn das Cockpit leicht? 11 ist enden, Alter, warum nicht? Wie geil ist denn überhaupt Ganghebel? Die Faust. Ein Totenkopf nämlich. Und Sitz, was haben wir da? Hm, das schauen auch, das schauen alle nicht schlecht aus. Außen, was kannst du denn bei dem Außen machen? Die Botzen Alufön, Alter. Nämlich genau, Alter, auf die Weißrundreifen. Solche Alufön klatschen. Sicher geil. Was geht noch? LED. Ja, Unterbaumbeleuchtung. Heckspoiler! Ganz wichtig bei so einem Auto! Oder wie schaut denn das aus, Alter? Das haben sie ursprünglich auch zum Wäscheaufhängen drauf montiert, oder? Was soll denn das für ein Heckspoiler sein? Gottes Willen. So! Jetzt wird gefahren, jetzt werden Kunden betreut. Jetzt holen wir die Diplomaten an. Scheiße, Alter. Ich hab nicht einmal Fenster oder sowas. Wenigstens kann keiner fragen, ob ich uns aufmache. Warte, jetzt muss ich schauen, dass wir einen Auftrag aufnehmen. Wo bin ich? Ich bin da. Passt nicht mehr. So! Wer ist der Deppert? Das ist ein Schiff. Alter, wie ein Buchmoped. Aber Hauptsache in der Mitte eine digitale Ganganzeige. Alter, wie sich der anhört! Schon wieder bei Rot drüber. Der schwimmt wirklich noch wie ein Schiff. Und die Bremsen sind auch schon 200 Jahre alt. Aber er ist 160 angeschrieben immerhin. Glaube ich zwar nicht, dass er da geht, aber angeschrieben ist es. Er hat echt viel Kontrollleuchten eigentlich für so ein altes Auto. Die haben damals, glaube ich, nicht einmal noch Blinker gehabt, oder? Ja. Wohl. Aber kein Navigationssystem. Trottel, der kämpft, dass er überhaupt die 70 erreicht. Ich muss erst zum Kunden. Langsam vorbei da! Ich freue mich auf Kontraband eigentlich, weil ich das schon gar nicht mehr aushält, aber schauen wir mal. Einstein! Mach die Tür nicht hin, das Auto ist älter wie deine Oma. So, wo darf sie gehen? Und jetzt kommt mit, mach ein Fenster auf, kriegt sie Knackquatschen, dass sie husten muss. Ich habe leider keine direkte KMH-Anzeige mehr, ich muss mich wirklich auf das kleine Fenster da unten verlassen. Wobei ich sagen muss, das war schon mal ein Erlebnis mit so einem Taxi zum Fahren. Leider, Alter, geht's weiter jetzt, es ist mitten in der Nacht! Es ist 11 auf die Nacht, gelegen, Mutti! Abi auf grün und geht schon, gehen wir Vollgas. Wann geht der Hype Train? Ist nix. Also, der geht wahrscheinlich erst einmal halber, ne? Wieso ist sie schon wieder mit ihrer Geduld runtergegangen? Was hab ich jetzt schon wieder verbrochen? How did you become a taxi driver? Wie, warum? Weiß ich ja nicht, oder weil ich kein Leben hab vielleicht. Traumjob, ja genau. I wasn't happy with my previous job, so I decided to try something different. How do you like it? Is it better?
Gefällt diese Ihnen besser? Yeah. Of course. I enjoy it a lot. Really? That's great. Du nicht Schleim am Puppe, Alter, mein kriegst nicht. It can be a challenging job at times, but overall, I'm really happy with it. Das ist fix wegen Philipp, ja? Ja, ganz interessantes Gespräch war das. Wahnsinn, wirklich. Ich habe mich jetzt gerade wirklich austauschen können. Wir sind Seelenverwandte, die geschüttelt haben, die. Weil sie mich gefragt hat, ob ich den Job gern mache. Wir sind wirklich. Also, ich hab's geistig, hab ich schon. Geistig sind wir schon, haben wir schon. Ist sie schon schwanger von mir. So seelenverwandt sind wir durch das Gespräch. Das intensive Gespräch. Servus. Ich muss, glaube ich, in die nächste Werkstatt. Auf die Nacht ist nichts los. Da habt ihr nicht so viel zum Schauen. Es ist wirklich, die Straßen ist wie ausgestorben. Eieiei. Ei, ei. Das Gespräch hat mein Leben verändert. Ja, so in etwa. So in die Richtung ist es gegangen. Lutschenoki, Grüße. ABS hat da hinten auch keins. Ah, was du nicht sagst, Fabian. Was du nicht sagst, ich hab nicht einmal Fenster bei den Tieren, aber das ABS stört mich jetzt, dass das noch nicht gibt. Der hat noch eine Blutdrucklenkung sondergleichen, Alter. Hättest du das Vorgängermodell gekauft, hättest du noch Pferde aufspannen müssen, damit sie es bewegt. Und schwimmen tut er wie ein Schiff am Meer. Mambo Rambo, danke für 120 Biddies, Liebe geht raus. Nein, jetzt auf die Nacht ist echt. Alter, die Bremsen sind erst die Hölle mit dem Gerät, Alter. Praktisch nicht vorhanden. Als würde ich wirklich, wie bei Fred Feuerstein, mit den eigenen Haxen bremsen. Ich glaube, wir müssen warten, dass es wieder hell wird. Aber Fußgänger sind noch en masse. Ehre! Alex, danke für die Biddies! Da ist ein Weg, mag ich schon wieder nicht. Der kommt bei einem und ist frech. Ich bin so nett zu ihm. Das ist was Gescheites. Wieso steht der eigentlich da? Das weiß er selber nicht, glaube ich, warum er da steht. Das ist ein LKW, ja? Wenigstens fahren die nicht auf der Straße. Kann ich da jetzt warten oder muss ich dafür in die Werkstatt? So passiert nichts. Wo ist denn die nächste Werkstatt? Hinter mir, gell? Weit hinter mir oder? Na, gleich hinter mir. Siehst du, Eppert, da schaut aus, dein Licht, du blendst mich, Alter. Halt die Gauschen und geh zu deiner Mama, Alter. Freut mich, dass du dein Blaulicht einschalten kannst, du Schwammerlkopf, Alter. Haben sie dich bei Super Mario nicht mehr brauchen können, oder was? Willst du tätschen, Eppert, da fahr weiter jetzt, bevor ich dich umbirg? Viermal das Blaulicht einschalten, Alter. So, ausruhen, weil mitten in der Nacht hat es nicht viel Sinn. Da sind wir mitten in der Nacht, ne? Wortwörtlich. Spät ist 23, weißt du, 8 Stunden und dann haben wir wieder Tag. Von der Grafik her, ja, will ich jetzt gar nicht matschgern. Ist es ja in Ordnung, das Spiel. Aber die Programmierung von den NPCs ist eine Frechheit. Und wenn sie es realistisch machen wollen, dann sollte man die Fußgänger wenigstens auch fliegen sehen, wenn man es zusammenführt.
Und nicht einfach nur Schwarzbild 100 Euro Strafe wegen Fußgänger zumführen. Ist nicht erlaubt. Das sage ich einer, ob ich einen zumführen darf oder nicht. Was kostet ein Angestellter? Wo kann man einen Angestellten, hä? Da gibt's keinen Angestellten. Jawohl. Gibt's da? Aha. Wie funktioniert denn das? Fahrer? Muss ich das erst da? Kilometer, Fertigkeit, Aufträge, die über eine längere Strecke gehen, werden verfügbar. Sie bringen mehr Geld und Erfahrung. Okay. Wie viele Punkte haben wir da? Ein Fähigkeitspunkt, aber Fahrer kosten weniger Geld. Ja, aber wie kriege ich einen Fahrer? Verwaltung, Fahrer. Geht ja nicht leer. Wie soll ich da einen holen? Angestellte. Ah, so geht das. Das habe ich nicht gewusst. Ja, dann nehmen wir halt einmal einen dazu. So, Mann. Der kriegt die hinnige Bixen zum Fahren. Da. Dann fährst du halt da, ist mir wurscht, wo du fährst. Fahr einfach. Da fährst und da. Schön, tu was für dein Geld und halt die Goschen. Passt, unser Auto fährt. Der Grüne. Fetzen hier die Bixen, aber es ist mir egal. So, und jetzt bin ich dran. Ich mache jetzt da ein bisschen längere Fahrten, ist doch gut, ne? So. Servus. Jetzt brauchen wir nochmal einen Auftrag. Wo bin ich? Was ist das? 309. Ja, nehmen wir gleich. Der ist nicht weit weg. Passt. Mach das Auto anstarten. Geh mal runter, Ströber! Ein starker Schein. André Pommes, servus. Depper da vorbei, da. Alter, du stehst auf der rechten Spur und blinkst nach links. Merkst du irgendwas? Ich frag nur! Wo willst du denn hin, Alter? Das war sicher legal, ja? Du musst das Auto immer weglassen, weil sonst gleich steht einer hinten drauf. Da hat den Schein, einer einen Schein geschenkt gekriegt, da haben einige einen Schein geschenkt gekriegt, ja? Mit dem Auto kommt der 50 schon. Ja. Machen wir wieder das Spiel, wer bremst am längsten? Ist da hinten los, Alter? Geht's schon wieder? Sehr gut, weiter geht's. Ja, 40er, fahr schneller ein bisschen. Can you turn on the radio? Nein, kann ich nicht, deppert, ich möchte mal Ruhe haben beim Fahren. Er hat einen Gast. Was ist, warum, was, warum bleibst du ohne Gast eigentlich bei Rot stehen? Ich hab einen Gast. Zeitzeigen-Tour kannst in Retro-Autos, was? Was? Jetzt habe ich nicht geschaut, gerade irgendwo grün. Was willst du von mir, Alter? Stimmt, hab's gerade gemerkt. I can't believe I paid for such terrible service. Was passt da am Service? Depper da! Hast du schon mal von einer Watschen gespielt, Alter? Wird Zeit, hä?
Ich druck dir gleich meine Faust ins Gesicht, das fusioniert mit deinem Schädel, deppert. Wirklich, was für Server, was passt da nicht? Weil ich kein Musi einschalte? Geh sch**en, Alter. Ist doch mein Problem, ob ich Musi... Herr! Was ist denn, deppert, da? Ich hab grün gehabt! Folge dessen hast du rot! Schaut wie... Grätscht mir da auf Zeiten rein, Alter. Wenigstens kein Schon. Alter, der ist ja ordentlich zugefahren. Fahr weiter. Ma bitte. Ja, komm. Schlaf ein, hä? Wo willst du denn hin, Alter? Der schnellste ist ja nicht der Wagen. Das muss ich allerdings zugeben. Ich muss in dem Ding bleiben. Und die Bremsen sind ein Zustand. Aber er ist halt einfach. Er ist einfach ein geiles Auto. Der nächste, den Auftrag übernehmen. Ja, bitte. Servus. Mal schauen, ob die Mutti auch gutes Geld haben zahlt. Aufpassen, Alter! Ich bin 100 Jahre alt, ich hab Vorrang. Oh. Also, da müssen wir nicht so taugen. Fahr auf Zeiten, deppert da. Kriegt er eigentlich einen kosmetischen Show? Nein, nicht wirklich. Das wird zwar die Schadensanzeige, wird hecher, aber er selber. Obwohl man zahlt 4 Euro dafür, dass man den überhaupt kaufen kann, haben sie ihn schon bei einem irgendwie vergessen zum Miet einbringen. Steig ein, Mutti. Und hinten hat schon ein Shepard. Wo soll ich gehen? Hi! Hi! Mei, Alter, die war genau 5 Meter hinter mir. Alter, ich bin ja so ein Taudlaner. Ich fahr den riesen Umweg, dabei war es gleich hinter mir eingestiegen. Mir würden ein paar Geschwindigkeitsbeschränkungen schon viel helfen. Ich weiß fast nie, ist da jetzt 30er, 50er, 70er. Da musst du so genau schauen, ob du die Tafeln siehst. Weil der schwimmt, das ist echt einmal feierlich. Härteres, das Auto ist 120 Jahre alt, Deppata. Was härteres Fahrwerk? Wie gesagt, ist Vorgängermodell, hast noch zwei Haarflinger vorne einspannen müssen, das gefahren ist. Und der, härteres Fahrwerk. Das ist kein Vierergurt. Alter, ich bin voll in der Bremse gestanden! Was ist mit der Warnblinke drauf? Oh, Alter, die blendet mich noch. Wie viel Hofer? Alter, das Auto, die Bremsen, das ist echt sch**. Trinkgeld. Ich hätte da auf die Nacht fahren sollen. Schau, ich bremse voll! Ich bremse voll! Das kannst du oben rein mit dem Schiff. Mit Verkehr. Oder er ist schon so hin, dass die Bremsen finish sind. Das kann auch sein. Normal nicht. Ah, klar! Und das gibt dir jetzt das Recht, dass du mir hin drauf gehst? Ha, Depper da! Was ist jetzt, ha? Willst du weiterfahren? Warte, ich hilf dir! Ich hilf dir! Wie ist jetzt da? Ja, ist gescheiter, was du das nächste Mal laufst! Ihr wollt's mich, ihr kriegt's mich! Verzeiht mir! Kein Problem, wenn ihr euch alle aufführt wie die größten Arschlöcher, dann mach ich das auch! Was ist? Stehst du im Weg? Ich muss da durch! Macht's Platz da vorn! Ihr Lutscher!
Auto ist ein bisschen beschädigt, merkt man leicht. Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Vorne! Lautsperren. Schalt hoch auf die vierte Depperta! Alter, ich muss da durch! Ja, will ich! Halt die Gauschen, Mutti! Gehst das nächste Mal zu Fuß oder nimmst den Bus? Fahr weiter davon! Seh's, hör auf zum Jammern! Ja, sind ja nur Plastik, das stört keinen. So. Ich hoffe, es war eine einigermaßen. Bremsen sind schon bei. Ich stehe voll auf der Bremsen. So. Retourgang ist schon schwach. Aber wir schaffen das gemeinsam statt einsam. Ich weiß, war. Ich hoffe, es. Ich hoffe, es war eine angenehme Fahrtpuppe. Ich will nicht sagen, aber mein Schlachtschiff ist ein bisschen beschädigt. Hört sich nicht mehr gar so gesund da. Ich sollte vielleicht in eine Werkstatt. Da hinten ist ja eh schon eine, die holen wir uns. Hopp. Ah, die führen wir zusammen, die sind nicht nur als Dekoration da. Da ist zwar auch gleich mitgenommen, passt schon. Braucht ja keiner. Braucht nur Platz. Was ist denn, Alter? Wo ist denn die Garage? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Was ist los mit dir, Deppert? Du sollst mir da hinfahren. Ich glaub's aber wohl selber nicht, dass ich da einen ewig langen Umweg fahre. Ah, macht nichts da rein, oder? Ah, falsch, da hinten hätte ich mich müssen. Sag einmal, das Zeugwerk gibt alles so leicht nach. Da her und da um mich. Was ist, Deppert? Was fährst du in meine Fahrt in meine gegensätzte Richtung mit dir los? Hör auf zum Blenden, ich sehe nichts! Oh, das scheppert. Ich bremse Vollgas. Aber wie ein Profi habe ich das gemeistert. Die Bremsen sind fett. Alter, Bissi ist das Auto kaputt. Also für alle, die es nicht sehen, wir haben noch 4% gehabt bei der Mechanik. Das war eigentlich nichts mehr. Alles ist hin. Reifen haben keinen Griff mehr. Also ich kann drauf. Die Reifen haben keinen Griff mehr, Alter. Die Bremsen sind finnisch. Das ganze Auto ist ein reiner Total schon. Jetzt geht das ganze Geld, das ich verdient habe, drauf. Obwohl ich ganz leichten kosmetischen Schaden habe, tatsächlich da. Noch einmal, wir haben einen Tausender gehabt, gell? Die Reparatur, okay, verstehe ich. Der hat 600 gekostet. Das danke ich voll. Tank hat jetzt fast 200 gekostet, wohlgemerkt 37 Liter Tank und es war noch zu 20% voll, 25. Aber sauber kriegen wir mit 186 nicht mehr. Ich fahre gerade fett Minus, damit ich ihn sauber kriege. Schaut euch das an, was das Putzen kostet. Was das Putzen vom Auto kostet. Einmal putzen. 1000 Euro. Das weiß ich nicht, Mambo Rambo. Mich ärgert das, dass die wirklich sagen, einmal putzen 1000 Euro. Schlimm genug, dass ein 45 Liter Tank 350 kostet, aber einmal Auto waschen ein Tausender? Was ist der letzte Preis? Ja, leider wirst du es da nicht gefragt. Der hat viele kleine, Alter, einen Tausender. Ich habe ihm den noch nicht einen Monat hingestellt. Das ist ja vor Realismus, sind wir da ja 1000 Kilometer entfernt. Ich fange auch Autos zum Putzen. Alter, nicht einmal chemische Reinigung kostet so viel. Inflation 2040, Diamantenpolitur, ja. Wie gefällt dir der Neuwagen? Hands up, then we gonna drop.